was machen wir denn heute? Heute ist es ein extra Video für den Frauentag. Genau, Frauentag Special. Jens, erzähl mal was. Erstmal bedanken wir uns bei den Frauen. Alles Gute zum Frauentag, Alte. Ja. Oder ähnliches. Moment mal. Warum gibt es den Frauentag? Ja, das freut mich auch immer. Die Frauen haben gedacht, die wollen ein bisschen Gleichberechtigung. Die durften bis zu einer gewissen Zeit nicht wählen und auch nicht arbeiten gehen und das alles. Und seit 1918 dürfen sie Tatsache auch wählen. Und seit 2020 erst gibt es den gesetzlichen internationalen Frauentag, aber nur in Berlin. In anderen Bundesländern gibt es den noch nicht. Vielleicht wird es noch kommen. Also seit ca. 1911 wird aktiv dafür gekämpft, dass die Frauen halt gleichberechtigt sind, den Männern gegenüber. Ich meine, in manchen Ländern ist das bis jetzt noch nicht so. Nicht mal annähernd so. In Deutschland sind wir schon sehr, sehr weit. Jedoch gibt es da noch Leute, die sagen, nein, da geht immer noch was. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, über die Sitze im Bundestag, über die Anzahl männlich-weiblich. Oha. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt über das Wahlrecht rede. Ja. Also ich denke auch. Man darf da nicht übertreiben, finde ich. Ich denke auch, gleiches Recht für alle, männlich-weiblich. Genau, das sollte mehr nach Leistung gehen, wer im Bundestag sitzt. Und das auf jeden Fall. Das sollte definitiv nach Leistung, weil was bringen mir 88 Schweine, die nur Fressen im Kopf haben? Ja? Na, das ist also. Ja, ja. Das ist natürlich nicht übertragenerweise gemeint. Du, ich habe ja Schweine genommen, weil allgemein, ob das jetzt so Männer oder wie auch immer. Genau. Ja. Das ist nun mal so. Also mir bringt es ja nicht, wenn man sagt dann auf immer, oh, jetzt brauchen wir aber noch 8 Frauen oder 50-50, die 5 Männer fehlen noch. Und dann nimmst du die 5 Männer, die da gerade da rumstehen, ja, ja. Und dann hast du nichts gewonnen. Wir haben das ja aktuell jetzt auch so, der Herr Bundeskanzler meint ja auch, er will ja auch eine gewisse Gleichberechtigung haben bei seinen Ministern. Jetzt hat er aber in der Verteidigung einen Mann drin. Jetzt ist es wieder ein Ungleichgewicht. Ja. Da gibt es auch Diskussionen drüber. So ist es. Haben die eine Strichschere zu tun? Aber das ist ja beim Lohn auch so. Also die Frauen verdienen ja im Schnitt weniger als die Männer. Ich weiß nicht, 8% oder was das sind. Das ist bestimmt viel zu wenig. Aber ich finde, wenn die dieselbe Leistung erbringen, dann sollen die genauso viel verdienen. Du, ich habe doch mitgekriegt, manche sind... Für den Ordnung. Manche, jeder kann machen, was er will. Und wenn er daran gut ist, ja. Eine Frau kann 1000-mal besser sein wie der Mann in dem oder dem Bereich. Ja. Und ich würde, ganz ehrlich gesagt, ich ziehe immer den vor, der mit dem Herzen dabei ist und der auch absolut kompetent ist. Ja, und da ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Oder wie er sich dann auch, weiß ich nicht, was er denkt, was er ist. Wir sind also demzufolge völlig für die Gleichberechtigung der Frau. Definitiv. Man soll es bloß nicht übertreiben und sagen, man braucht hier ein 50-50. Ja. Das muss immer, also das ist total daneben. Wir stoßen an auf die Frauen. Ja. Prost. Zum Wohl. Zum Wohle. Auf euch Frauen. Und natürlich auf unsere Frauen. So. Hast du noch was zu sagen? Schatz, ich liebe dich. Oh, das ist egal. Das schnell ich raus. Guckt die denn sowas überhaupt hier? Nee. Na, ab und zu. Nur die lustigen Sachen. Also das hier nicht. So. Ach so. Nächste Mal jetzt schon wieder los. Was heißt schon wieder? Jetzt los mit der St. Florian-Wochen. Das ist unsere grüne Woche hier. Warte mal, St. Florian ist doch der Schutzgeist der Feuerwehr. Nee. St. Florian hat gesagt? Ja. Nächstes Mal geht's los mit die St. Patrick's Day Wochen natürlich. St. Florian kommt später erst. Er kommt hier auch noch irgendwo. Nächste Seite. Aber ich hatte recht. Ja, und der von dem Brauer auch. Naja. Bis dahin. Teilen, liken, kommentieren, genau, was er sagt und argumentieren.